Genau. Action. Moin, wir sind wieder da mit Weinmann 1 mit Vino Lisa, eine weitere Folge. Schön, dass ihr auch dabei seid. Es begrüßen euch herzlich Benny und der HC. Hallo. Heute haben wir wie immer ein wunderbares, schönes Thema für euch. Interessant wird das. Interessant. Und zwar die verschiedenen Ausbauarten für Weine. Viele Leute haben ja den Begriff schon mal gehört, von wegen einen Wein auszubauen. Man kennt Ausbau natürlich im Zusammenhang von, ich baue einen Dachboden aus, ich baue einen Keller aus, ich baue mein Haus aus. Aber was bedeutet der Begriff Ausbau im Zusammenhang mit Wein überhaupt? Das klären wir doch jetzt mal eben auf, oder? Ist ja einfach. Also ganz generell gesagt, Benny, ist ja der Ausbau das, was zwischen dem Ende der Vergärung des Weins und seine Abfüllung in die Flasche passiert. Mhm. Den gesamten Zeitraum bezeichnet der Begriff Ausbau. Und der kann eben auf verschiedene Weisen erfolgen. Wir unterscheiden da generell grob zwischen 3 bzw. 4 Ausbauarten. Wir haben da den Ausbau im Edelstahltank, wir haben den Ausbau im Holzfass, den Ausbau im Barriquefass, eine Art des Holzfasses, und es gibt von bestimmter Größe. Und es gibt sogar noch als vierte Variation die Kombination dieser Ausbauarten. Unbedingt. Und da wollen wir jetzt mal drauf eingehen. Bei dem Edelstahltankausbau haben wir den Vorteil, dass der Wein besonders rein ausgebaut wird. Das bedeutet, er reift ohne äußere Einflüsse. Man nennt das auch den reduktiven Ausbau. Den reduktiven Ausbau. Und wenn du sagst äußere Einflüsse, meinst du damit, dass das weitgehend unter Ausschluss von Sauerstoff geschieht? Ganz genau. Die geringe Menge an Sauerstoff in dem Tank sorgt dafür, dass der Geschmack nicht zu sehr verfälscht, verändert wird. Mhm. Das heißt, am Ende eignet sich das vorwiegend nicht nur, aber ich glaube, die allermeisten Weißweine, insbesondere in unserem Sortiment auch, haben diese Art des Ausbaus erfahren, im Inox, im Edelstahl. Und am Ende führt das dazu, dass eben die Primäraromen, das Fruchtige betont wird und dass die Weine besonders frisch bleiben. Fruchtig, frisch, rein. Aber wenn es sich um körperreiche Weine handelt, sowohl bei Weiß, aber vor allem eben auch bei Rotwein, und da schlagen wir jetzt die Brücke, kommt das Holz ins Spiel. Okay. Das heißt, jetzt kommen wir zum Holzfass, das ja durchaus sehr, sehr interessant ist, vor allem auch für Rotweine. Ja. Und das Holzfass ist ja ein Naturprodukt, Holz ist ein Naturprodukt, das atmet, das lässt Sauerstoff durch. Und womit wir den Begriff im Gegensatz vorhin reduktiver Ausbau jetzt den oxidativen Ausbau in den Ring schmeißen. Genau. Und es ist nicht nur so, dass dass der Wein in dem Holz atmen kann, sondern es kann auch Flüssigkeit verdunsten. Richtig. Und die Kombination dieser Eigenschaften von Holz sorgt dafür, dass der Wein insgesamt konzentrierter wird. Das bedeutet? Ja, konzentrierter eben im Sinne auch von komplexer, vielschichtiger, was daher rührt, dass das Holz eben auch Aromen an den Wein weitergibt und den Wein in seiner Struktur auch verändert. Gerade durch Holz wirst du eher vanillige Noten, würzige Noten wie Leder und Tabak nachher wieder im Wein erkennen können. Das ist allerdings auch sehr abhängig von der Art des Holzfasses, weil da gibt es ja nun wieder unzählige Varianten, die möglich sind. Zum Beispiel, was gibt es da so für Holzarten, die da zur Verwendung kommen? Also gängig ist natürlich Eiche. Also Eiche ist das Maß aller Dinge beim Holzfass. Aber es gibt es eben in verschiedenen Größen. Es gibt es in sehr, sehr großen Gebinden, sagt man. Ich weiß nicht, das kann 500 Liter fassen. Und irgendwann kommen wir zum Barrique, das ein Volumen von 225 Litern hat. Das kennen die meisten Leute auch, weil es auch oft gerne als Accessoire irgendwo mal als Stehtisch verarbeitet ist oder so, ein altes Barrique. Ja, aber davon, von der Größe des Fasses, ist eben auch sehr der Einfluss des Holzes auf den Wein abhängig. Weil je geringer die Oberfläche, desto mehr kann das Holz an Aroma dem Wein zufügen. Ja, stimmt. Insgesamt würde ich sagen, Wein, der im Holzfass ausgebaut ist, gibt dem Wein etwas sehr Edles und etwas sehr Besonderes im Geschmack. Ja,
wie wir sagten, es kommt wirklich eine Vielschichtigkeit da rein. Komponenten, die der Wein ohne den Holzfassausbau nicht hätte. Dazu kommt auch, dass die Gerbstoffe sich verändern. Die Gerbsäure wird weniger aggressiv. Das, was wir im Mund als Astringenz empfinden, wenn die Tannine sich so vordergründig präsentieren. Das wird alles gemildert. Der Wein wird harmonischer, der wird runder. Was natürlich auch wieder sehr abhängig ist von der Dauer, die der Wein dann im Fass verbringen darf. Und sich verfeinern darf. Vielleicht könnte man sagen, dass das wirklich eine sehr, sehr große Varianz ist. Also es gibt Weine, die vielleicht nur eine ganz kurze Passage im Holz haben, von, sagen wir, 3 Monaten, bis hin zu 24 Monaten im Barrique, wo, wie gesagt, eben besonders viel Holzaromen an den Wein weitergegeben wird. Wenn du an große Portweine denkst, wie ein Tourny, der kann auch schon mal 40 Jahre im Holz ausgebaut werden. Ne? Da hängt es viel von Jahrgängen ab, von der Stilistik, die der Winzer so vor Augen hat, wenn er seinen Wein macht. Jahrgangsbedingungen logischerweise, aber auch Rebsorten, also regionale Traditionen, die gepflegt werden. Das ganz, ganz viele Einflüsse am Ende. Mhm. Aber es ist spannend. Ich denke auch. Sag, Benni, sollen wir vielleicht, wenn wir über Holzfässer sprechen, nochmal speziell ein bisschen das Barrique-Fass als eben besonders wichtige Variante für Wein im Holzausbau beleuchten? Unbedingt, sehr gerne. Weil es hat sich wirklich ja, dieses Barrique-Fass ist weltweit im Einsatz und es hat ja auch Gründe. Ja, du hast ja gerade eben schon mal angeteasert, als wir beim Holzfass waren, dass das Barrique-Fass eine Art des Holzfasses ist, die ein bestimmtes Volumen aufweist, eine bestimmte Füllmenge, wenn man so will. Ja, und das ist richtig, denn in dieses Fass, da passen 225 Liter Wein. Es gibt noch eine Variante, aber bleiben wir bei den 225 Litern. Und das ist im Vergleich zu 500 Litern und was es sonst noch so alles an Größen von Holzfässern gibt, ist es nicht viel. Und deswegen spricht man auch vom kleinen Fass, kleinen Holzfass, Ausbau im kleinen Holzfass. Und du hattest ja eben auch schon mal erwähnt, die Größe des Holzfasses spielt eine große Rolle bei dem Geschmack, weil es um den Einfluss des Holzes im Verhältnis zur Oberfläche des Weins einfach. Also mehr. Heißt im Umkehrschluss, genau, wenn ich ein kleines Fass habe, habe ich letztlich mehr Aromen und mehr Einflüsse, die vom Wein aufgenommen werden können. Mhm. Okay. Und da hat sich, Entschuldigung, das Barrique eben ganz gut bewährt. Das Barrique ist ja ausschließlich aus Eiche. Das ist Eiche, ja. Und es wird speziell präpariert, das heißt, da wird das Holz wird geröstet, das nennt man im Fachjargon auch Toast, man toastet es. Und dadurch karamellisiert das Holz und das führt dazu, dass dieses Eichenfass eine sehr spezielle, sehr besondere Aromatik abgibt an den Wein. Sehr richtig. Und dazu kommt auch noch, dass die Herkunft des Holzes, also der Eiche an sich, spielt auch noch eine Rolle. Da gibt es Winzer, die schwören eben aus Eichenfässern, die aus dem Limousin kommen oder aus anderen Gebieten in Frankreich. Andere Leute nehmen wieder slawonische Eiche. Es gibt unzählige Varianten und jedes kleine Detail beeinflusst schließlich auch die Stilistik des fertigen Weins dann. Mhm. Bei der Aromatik des Barriques, des Barrique-Ausbaus, haben wir ja so Aromen, die sehr prägnant sind oder sehr häufig vorkommen. Sie gehen alle immer in die würzige Richtung, also es sind keine Fruchtaromen, die dadurch hinzugefügt oder die sich verstärken. Dadurch, dass ja gerade eben schon erwähnt wurde, das Holz karamellisiert, hat man gewisse Karamellnoten in dem Wein drin, aber auch Tabak, Kaffee. Vanille ist ein ganz typischer Ton, der sich dann irgendwo in den Weinen wiederfindet. Kannst auch umgekehrt sagen, wenn du einen Wein blind verkostest und du findest diese Noten in dem Wein, dann kannst du quasi sicher davon ausgehen, dass er seine Zeit im Holzfass, insbesondere im Barrique, verbracht hat. Mhm. Und das Barrique eignet sich aber nicht für alle Weine. Also es gibt ja durchaus Voraussetzungen, um einen Wein im Barrique auszubauen. Ja, abgesehen von Jahrgangsbedingungen und anderen Umständen sollte der Wein schon über einen gewissen Körper verfügen, damit er geeignet ist, eben tatsächlich, ja nennen wir es doch mal, dem Holz auch standzuhalten, was das
Holz an sich, die Eiche eben an den Wein noch abgibt. Das muss ja kompensiert werden. Mhm. Und letztlich kannst du natürlich, um uns alle vollends zu verwirren, diese vorgestellten Ausbauarten, Verfeinerungsarten der Weine untereinander kombinieren. Da sind die Möglichkeiten quasi unbegrenzt. Mhm. Ein Grund, warum man das macht, könnte sein, dass man den, dass man eine höhere Balance haben will für den Geschmack, für den Wein. Ja, also generell, um das Bild zu verwirklichen, was ich als Winzer bei der Ernte gehabt habe, wie der Wein einmal werden soll. Mhm. Und darauf arbeite ich hin und meine Ausbaumethoden geben eben das entsprechende Feintuning. Es gibt ja unendlich viele Kombinationen, die man da machen könnte. Ja, ein Beispiel? Ja, ein Beispiel wäre etwa, dass ich wirklich jede kleine Parzelle meines Weinbergs einzeln ernte und einzeln ausbaue und die Eigenschaften jeder dieser kleinen Mengen, die ich geerntet habe, eben besonders herausarbeite, im Holz, im Edelstahl, wie auch immer, oder die eine Partie dort, die eine Partie da, und am Ende der Ausbauphase küvetiere ich das, also füge das Ganze zu einer Einheit zusammen. Eine Cuvée. Eine Cuvée. Sehr schön. Ich bin mir sicher, wir haben heute viel gelernt. Ich bin mir auch sicher, dass wir Verwirrung gestiftet haben. Genau. Vielleicht haben wir aber auch das ein oder andere Detail beleuchten können. Mhm. Unter dem Stichwort Ausbau. Ausbau. Und wir freuen uns über eure Kommentare, Fragen und so weiter unter dem Video. Und bis zum nächsten Mal bei Weinmal 1 mit Vino Lisa und Tim Hatzi. Jetzt habe ich ihm seinen Satz geklaut. Aber macht nichts. Tschüss.